Beinahe jeder sechste Mensch weltweit lebt ohne Zugang zu sauberem Wasser. Burundi, der kleinste und ärmste Staat Afrikas, ist ein Beispiel für ein Land, in dem die Trinkwassersituation alles andere als gut ist. Studien der letzten Jahre haben ergeben, dass hier weniger als 40% der ländlichen Bevölkerung und nur 27% der Schulkinder Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Oftmals wird der Trinkwasserbedarf direkt aus dem schmutzigen Wasser der Bäche und Flüsse gedeckt. Krankheiten wie Cholera und Typhus sind sehr verbreitet. Hinzu kommt, dass meist lange Wege zu den Wasserstellen zurückgelegt werden müssen. Zeit, die vor allem den Mädchen in der Schule und beim Lernen fehlt. Das von Sika und dem Global Nature Fund geförderte Projekt konzentriert sich deshalb auf die Versorgung von Trinkwasser für die zwei Dörfer Kagwema und Rukaramu nördlich von Burundis Hauptstadt Bujumbura. Diese Region ist im Hinblick auf die Trinkwasserverfügbarkeit eine der bedürftigsten Gegenden des Landes. Rund 5000 Menschen, insbesondere Kinder und Schüler, haben dank sogenannter Wasserkioske nun Zugang zu sauberem Trinkwasser. An zwei Standorten wurde je ein Kiosk errichtet, ein aus Ziegelsteinen erbautes Gebäude. Der Kiosk ist mit einem Wasserspeichertank und einer Wasserzapfstelle ausgestattet, an der das Trinkwasser ausgegeben wird. Durch die Installation von Wasserfiltern erhalten die Schulen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ein Filter erzeugt bis zu 10.000 Liter pro Tag und ist speziell für Entwicklungsländer mit geringer Infrastruktur konzipiert. Um eine bestmögliche Wartung und Betreuung der Anlagen zu gewährleisten, werden einheimische Techniker ausgebildet. Der Aspekt des Wissenstransfers ist ein wichtiger Teil des Hilfe zur Selbsthilfe-Ansatzes. Für Sika ist das Trinkwasserprojekt in Burundi nur eines von vielen Projekten, durch die lokale Initiativen in Entwicklungs- und Schwellenländern unterstützt werden. Denn als weltweit tätiges Technologieunternehmen fühlt sich Sika einer nachhaltigen Entwicklung besonders verpflichtet. Überall auf der Welt.